Ja, und willkommen zu einer weiteren Folge TerraTech. Bewerte den Part und viel Spaß. Kleine Info, den letzten Part habe ich weggeschmissen und ich glaube den letzten Part, den ich aufgenommen hatte, der eigentlich für heute war, der war aber irgendwie nach dem Schnitt irgendwie nur 9 Minuten lang und dann dachte ich mir so, ich würde sagen, wir machen jetzt hier weiter und ich habe auch ein Gebiet gefunden, wo man auch einen Erfolg bekommen hat, weil das Gebiet gab es vorher auch noch nicht und sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich glaube, hier kann man noch einiges an Geld farmen, weil hier sind so komische Kristalle immer. Aber da ganz hinten ist was passiert. Und wir gucken mal ganz kurz, ob der eventuell noch einen Stromadapter hat. Also so ein Teil, womit man dann sehen kann, was quasi, wie viel Energie noch in meinem Vehikel ist. Oh, hier. Oh, Energieanzeige. Die ist ja mal gar nicht teuer. Achtet, unterer Bildschirmrand. Energieanzeige am Start. Jetzt haben wir auch mal endlich mal ein, wie heißt es? Eine Übersicht, wie viel Energie in unserem Vehikel ist. Okay, gucken wir, welches relativ nah dran ist hier. Dann können wir da hinfahren, alles wegmachen. Fangen den Spion, ist zum Beispiel relativ nah dran. Das ist da links. Lol, ich hatte gerade mein Handy liegen, weil ich glaube ich irgendwas mit okay gesagt habe. Ging Google an und welches relativ nah dran ist hier, dann können wir da hinfahren, also mitmachen. Und fangen den Spion, ist manche relativ nah dran. Okay, und dann sagt Google, ich kann danach suchen. Nee, lass mal sein. Wie mein Handy immer mithört. Übrigens, wo wir gerade beim Mithören sind und. Heute Abend ist ein Livestream ab 19 Uhr. Link dazu in der Videobeschreibung. Jetzt nicht von TerraTech, aber von Minecraft. Und TerraTech wird wahrscheinlich auch mal gelivestreamt, aber das dann wahrscheinlich innerhalb der Woche zu einer wunderschönen Zeit. Es wird sowieso ein bisschen mehr gelivestreamt. Und ich bin sehr gespannt. Fange und zerstöre das Rasatech. Wow! Gut, dass ich weiter weggeblieben bin, weil ich glaube, wenn ich näher dran gegangen wäre, hätte er oder wäre er abgehauen. Glück gehabt, Alter. So, das sind Rohstoffsachen und da hinten sind nochmal, ja, 2 Räder und ein Block. Den können wir auch da liegen lassen. Jetzt mal im Ernst. So, was ist die nächste Quest, die wir in der Nähe haben? Hier, wir haben Feinde. Oder Rabauken, 300 Meter. Hey, meine lieben Rabauken. Ganz hinten dran und wir suchen die Rabauken. Die sind hier links. 3 Stück. Geilo, das sind quasi Hawkeyes. Oh, wir nehmen erstmal den, falls der uns Sachen in den Rücken fällt, fände ich es nicht so cool. Der Sidus. Na? Ja, so zielsicher sind meine Sachen nicht, ne? Also wenn die um mich rumfahren, habe ich echt... Mal hallo. Dann habe ich echt ein Problem. Feindliche Textgesichter, zerstöre sie. Guck mal, die versuchen einen aber immer zu flankieren, ne? Tschüss, Kato. Ah, ne, Kato lebt noch, lol. Bullshot. Boah, die geben voll viel XP. Ich glaube, wir kriegen jetzt Level up. Look at this. Wir machen nur alle Teile kaputt gerade, ne? Das ist so krass. Oh, ich finde das voll schön mit der Batterie da unten. Oh, Stufe 2. Oh, gab nur einen Block, ein Rad und eine Kanone. Fand ich jetzt nicht so schön. Und... Was ist das denn? Hawkeye Blockmagnet. Ah, okay, verstehe. Hör auf. Okay. Warte mal, wir brauchen jetzt auf jeden Fall wieder ein Ding, was quasi alles wieder einsaugt. Ich nehme mal den großen, der braucht zwar ein bisschen länger. Derzeit können wir mal ganz kurz mal laden. Solange die Sonne da ist, nutzen wir die Sonne und verankern. Ah, lol. Wie da hinten auch noch so ein Ding drauf ist, ne? Komm, lass mal auch mal einsaugen. Tschüss. Wenn der mal... Ah, jetzt ist er bereit. Saug alles ein, zieh alles in dich rein, atme einmal tief ein. Ah ja, im letzten Part hat man gesehen, am Ende war irgendwie die Kamera unscharf, aber da dachte ich nämlich jetzt nicht den Part neu auf, nur weil man mein Gesicht nicht hundertprozentig sieht, sondern ich lasse es einfach drin. Ah ja, genau, hier oben war so ein komischer Fleck, das war aber, weil ich die Lampe nicht anhatte. Dann war die Ausleuchtung des Greenscreens nicht optimal. Und was ich immer lustig finde, ganz ehrlich, ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem mindestens 5 Kommentare zum Bart sind. Also, haut raus. Und mir wollen dann Leute erzählen, wie mein Geschmack sein muss. Das finde ich echt cool. So, warte, wo müssen wir denn hin? Da hinten. Oh, da ist wieder einer. Das ist voll geil hier gerade. Endlich kommen mal richtige Gegner runter. Wo ich mal richtig Level kriege. Guck mal. Genau, 10 XP und... Komm, ich habe gesagt, richtige Level. Gib mir X... 7. Ja, ist okay. Lass mal liegen. Tschüss. Oh. Oh, da links waren richtig fette Viecher. Gucken wir erstmal, was hier drin ist. Also unsere Düsen, die sind momentan semi-cool. Also die brauben wir eigentlich nicht. Ich glaube, nächste Fahrzeug wird, glaube ich, 7 Blöcke breit. Können wir zwar nirgends mal durch, aber ist auf jeden Fall cool. Und wir können sehr, sehr viel unterbringen und sind schnell. Und hallo, Shop. Batteriesatz. Nicht so geile Sachen. Und hier oben questmäßig keine mehr da, weil ich glaube, ich habe noch eindeutig zu viele im System. Da oben, Alter. Jetzt ist die Frage, soll ich... Ich glaube, ich gehe lieber von rechts...
Oh Mann, ey. Komme ich da dran? Na, das besteht aber einfach nur aus Teilen, Alter. Das ist einfach nur lang. Finde ich gut. Oh. Das Schöne ist, ich glaube, ich komme gar nicht hier so gut durch. Boah, vorne ist der dran. Oh, ist der doof. Mann, der so doof ist der gar nicht. Ah, doch, da haben wir ihn. So, ich dachte gerade so, meine Akkus halten nicht, aber es geht noch gerade. So, Akkus fallen jetzt im Moment aus. Ich glaube, mich erreicht hier keiner, ne? Alles gut, warte. So geil einfach nur. Laden wir uns. Ich kann mich ja weiterhin drehen, das ist ja das Geile da dran. Ich bin quasi jetzt ein Standgeschütz. Man kommt da nicht dran, da brauche ich auch gar nicht schießen. Da warte ich mal kurz. So, das muss reichen. Jetzt holen wir uns die, komm. Der macht ja eh nichts mehr, obwohl wir holen uns erst. Ja doch, erst holen wir uns den hier. Eine Salve auf den. 500 XP und eine Salve auf den. Dann haben wir direkt die Quest fehlt. Achso, der greift da gerade jemanden an. Okay, alles gut. Die lassen die manchmal auch so aussehen wie so kleine Roboter, ne? Sollte ich vielleicht auch mal machen. Sieht auf jeden Fall cool aus, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott, ich dachte schon, was ist das? Lol. Wenn da so riesige Teile rauskommen, finde ich das echt immer cool. Aber mittlerweile weiß ich auch, was diese riesigen Teile sind. Das eine war zum Beispiel einfach eine Förderkanone. Ich glaube ja. Okay, warte mal. Aber so weit geht's. Oh, da ist noch jemand. Hallo. Hello, my friend. Wir begeben uns in Position und bam. Oh Mist, der hat den auch Kanonen. Da wollte ich den überraschen, so pranken, wie man es quasi auch so bei Fortnite oder so macht immer, ne? Irgendwelche Bots sucht, die man dann überraschen kann. Einmauern mit Fallen töten und da hat man so ein Highlight, den kennt man doch, oder? Komm, kennt man. Beast Mode, hallo. Was sagt denn unsere X... Oh, wir bekommen jetzt gleich Level Up bei allen Fraktionen. Was ist denn jetzt hier mal mit Einsaugen? Bist du da fertig da hinten? Hier bleibt auch ein paar Sachen an diesen Bergen kleben. Komm, nimm mal mit. Komm, saug ein. Saug diese Boosterdüse ein. Diese kaputte Boosterdüse. Und dann nehmen wir das Ding nochmal mit. Okay, heute bauen wir noch keine Raffinerie. Keine fahrbare, verankerbare Raffinerie. Wir machen das Gefährt später, glaube ich, einfach zwei länger. Und können dann da rein auch direkt, sofern man sich verankert, quasi die Raffinerie machen. Das heißt, wenn man quasi kurz stehen bleibt zum Aufladen, sollten eigentlich Raffinerie und das andere Ding laufen. Oder vielleicht bekommen wir auch, wenn wir den Level-Up gleich haben hier, etwas Fahrbares. Also wo man so eine fahrbare Kanone, Lieferkanone, die sich nicht verankern muss. Das gibt es nämlich auch. Das ist super cool. Komme ich da dran? Ja, komme ich. Wie lange das hier sich nur einklappt, ey. Oder ausklappt, besser gesagt. So, finden Sie das verdächtige Paket. Es geht weiter, Leute. Nächste Quest am Start. Und zwar, warte, erstmal Inventar zumachen. Ja. Nein. So. Dann gehen wir hier oben weiter. Wir gucken wieder, was am nächsten dran ist. Meister-Erdhaus müssen wir da nochmal machen. Felsen, 10 Stück noch. Die kriegen wir nebenbei raus. Werkzeugkiste in 900 Meter. Hier, verdächtiges Paket, 200 Meter hier rüber. Ach, guck mal, direkt da vorne. Ah, okay. Muss dann doch wegmachen, die kleinen Gegner da hinten. Oh, lol. Ich muss hier weg. Das wäre mal mega krass. Das meine ich. Die landen einfach in einen drin dann. Alter, wie der durch mich durchgefahren... Oder, nee, warte, wie ich durch den durchgefahren bin. So rum. Hat zum Glück funktioniert, dass ein ganz dicker, der in alle Richtungen schießt. Komm her. Aber Venture-Sachen sind schon mal gut. Müssen wir gleich auch ein Level abhaben. Jawoll. Neue Kanone. Das ist echt cool. Okay, wir warten nochmal ganz... Ich habe so viel Kram mit, ne? Soll ich doch mal eben ganz kurz eine Raffinerie bauen? Muss ja nur klein sein. Muss ja jetzt nichts Dickes sein. Komm, wir bauen eine schnelle Raffinerie. Komm, wir machen zwei Lieferkanonen. Wenn schon, denn schon. Dann einfach mal so ein geiles Förderband hier an dem Mann bringen. So, Raffinerie läuft. Und ich habe eine super gute Idee gehabt. Habt ihr mir wahrscheinlich schon zu Genüge geschrieben. Oder nur geschrieben. Ich kann doch einfach hergehen... Und die Tech abspeichern, oder? Und wenn ich dann eine Raffinerie brauche, dann hole ich die einfach raus. Also machen wir dann beides. Dann machen wir einfach eine Raffinerie, die quasi einklapper ist und eine Raffinerie, die nicht einklapper ist. Kann man das so sagen? Glaub schon, oder? So, warte mal, machen wir ganz kurz weg. Weil ich habe jetzt so gemacht, pass auf. Ich kann die fahren. Also fahren, in Anführungsstrichen. Aber wenn ich da drin sitzen kann, kann ich die speichern.
Ja. Und wir nennen die ganz einfach Mini-Fabrik. Warum Mini? Ganz einfach, das ist echt eine Mini-Fabrik. Ich baue die so groß, Alter. Das ist so krass, Alter. Na, das meine ich. Was ist denn mit den Rädern auf einmal wieder los? Irgendwie hängen die fest. Jetzt sind sie wieder gut. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist Kacke, glaube ich. So, was ist das denn für Material? Wenn ich das hier so mitnehme. Ich glaube, das gibt richtig viel Kohle. Überleg mal, was wir an Kohle gerade hatten. Ich glaube, wir hatten so um die 80.000, hatte ich gesagt, oder? Jetzt haben wir schon mittlerweile fast 90, mehr als 90, 91. Oh lol, da hinten sind ja auch noch Venture-Teile. Oh, ich häng fest. Hier. Jetzt nimm die doch. So, wir drehen mal in die Richtung. Ich glaube, wenn man rückwärts fährt, dann ist die Steuerung doch ein bisschen anders als vorwärts. Rückwärts halt, ne? So. Jetzt bin ich gespannt, was das an Kohle gibt. Das sind echt. Also sie sehen ganz krass aus, diese Blöcke. Sammeln wir nur was ein hier mit dieser Einfuhrbox. Mit der kleinen vor allen Dingen. Geht schneller hoch. Und, saugt schneller ein, ist schneller am Start und oh. 9, das muss Holz sein. 240, das müssen diese anderen Sachen. Alter. Holy shit, man. Das sind 100 pro die neuen Blöcke, die hier überall sind. Hier kannst du ja Millionär werden. Stellt euch mal vor, wir fahren hier mit so einem Erntegefährt durch. Das ist ja Wahnsinn. Ja, warte mal, warum ist der denn nur hier draußen? Darf ich bitten? Könntest du mal wieder reinfahren? Blöd ist natürlich jetzt, wir haben absolut kein Licht hier gerade. Wir sind komplett im Dunkeln. Vielleicht warte ich nochmal ganz kurz, bis es heller wird, um dass wir dann noch vielleicht eine Mission machen. Und in der Zeit ist das Ganze auch mal abgeerntet. Lohnt sich auf jeden Fall. Überleg mal, wir haben jetzt fast 20.000 gemacht mit dieser kleinen Mini-Raffinerie. Kann man von leben, glaube ich. Die Sonne müsste eigentlich gleich aufgehen und ich habe was gefunden und zwar hier. Da ist, glaube ich, noch eine fette Basis versteckt. Da versuchen wir mal dran zu kommen. Wenn das Gelände nicht zu uneben ist, werde ich da mal ein Match versuchen. Also mich gegen die Gegner stellen, die da sind. Und muss mal gucken, wie ich da dann einigermaßen gut drankomme. Für sowas wären Fluggeräte auch gut. Es gibt mittlerweile so Megabomben. Da kann man quasi die Gegner überfliegen. Oh, Mann. Oh, lol, ich glaube, da treffe ich sogar einen. Können wir die einfach gegen die Steine fahren und sich dadurch selber schaden, ne? Okay, das ist alles cool. Der müsste jetzt hier im Moment platzen. Dann gehen wir auf den. Ah, okay, geplatzt ist er leider noch nicht. Ah doch, jetzt ist er geplatzt. Perfekt, Alter. Das ist auch eine richtig fette Fabrik wieder. Ich frage mich auch, warum ich nicht so eine Fabrik genommen habe und die dann einfach quasi übernommen habe. Nein. Lass ja die Fabrik zusammen machen. Ich komme nicht durch. Hier sind aber Bäume im Weg. Da haben wir doch einen. Guck mal, der interessiert sich nicht dafür, was ich hier mache, aber der jetzt mittlerweile. Oh. Ah, da ist sogar noch einer, lol. Das ist The Doom Miner. Den übernehmen wir jetzt, mach's gut. Ach stimmt, für eine Basis gibt es ja auch nochmal Belohnungen. Interessant auf jeden Fall. Warum drücke ich denn immer den falschen Knopf? Ich brauche doch nur hier diese Geocorp-Verankerung. Und den anderen habe ich, glaube ich, hier drauf, ne? Ja, genau, okay. Ja. Mittendrin. Und du packst dich mal bitte ein. Wir haben, glaube ich, so viele Batterien. Ah nein, ich hätte meine Sachen noch verarbeiten lassen sollen. Oh nein. Andu. Ja. Wie cool das jetzt war. Komm her, wenn wir schon mal da sind. Saug leer, verarbeite alles. Oh, guck mal, lade mich auf. Oder aber auch, wir bauen, na wohl, ein Fahrzeug bauen wäre Quatsch. Also wir sollten eigentlich ableveln. Vielleicht mache ich das auch jetzt nochmal eben. Nur das ist der Nachteil von dem Fahrzeug hier. Ich meine, klar, je nachdem wie, also umso größer es ist, desto schwieriger ist es oder schwerer ist es in unebenheiten Gelände oder unebenen Gelände zu fahren. Mein Gott, war jetzt aber auch ein schwerer Satz. Hä? Geocorp-License komplett? Ach so. Weil ich jetzt noch ein paar Sachen abgebaut habe. Geil. Oh, was ist das denn? Warte. Sieht aus wie eine Düse. Lol. Das ist ja mal cool. Okay, das haben wir schon mal fertig. Die anderen holen wir uns jetzt auch noch. Oh, XP Max von Now. Ach so, das ist Max Level gerade. Ich bin gespannt, ob die andere Abteilung auch Max Level ist. Obwohl, da müssen wir erstmal so einen finden, der uns die XP gibt, ne? Dankeschön, saug ein. Und die Frage ist, was machen wir, wenn wir alles Max-Level haben? Aber dann können wir immer noch krasse Techs bauen, die einfach alles abernten und eine Million verdienen. Weil ihr wisst ja, altes Minecraft-Motto, unter eine Million geht nichts.
Zumindest in krassen Modpacks. Da oben ist die Kiste. Und zwar geht diese Kiste einfach auf, ohne Gegner. Krass, Alter. Gut, aber ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schreibt in die Kommentare rein, in welche Richtung ich noch gehen soll. Was wir machen sollen, wenn wir alle Missionen fertig haben da oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Part wieder. Übermorgen 14 Uhr. Heute Abend 19 Uhr Livestream. Link dazu in der Videobeschreibung. Tschüss.